Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuerratgeber auf meinem Kanal. Heute gibt's das Abenteuer Ernst das Huhn und wir fangen dieses Abenteuer an, indem wir nördlich um Draenor-Magnetiten mit Veronika sprechen. Für dieses Abenteuer gibt es keine Voraussetzungen, aber ein bisschen Essen wäre vielleicht empfohlen, ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Und sobald wir das Abenteuer abgenommen haben, können wir das Herrenhaus betreten. Genau, einfach reingehen. Und dann gehen wir hier über die Treppe hoch. Und dann hier die Leiter. Die sieht man hier vielleicht nicht so gut, da müsste man die Kamera nach Süden drehen. Und hier oben ist dann hinter der Tür Professor Oddenstein und mit dem müssen wir reden. Er ist Option 1. Und Option 2. Und jetzt müssen wir Teile suchen, um Ernst wieder, also Ernst ist dieses Huhn da, um den wieder zurück zu verwandeln. So, und dann gehen wir in den ersten Stock und im ersten Stock gehen wir hier durch die Tür und da heben wir hier hinter der Tür das Fischfutter auf. Und dann gehen wir ins Erdgeschoss wieder. Da wurde ich gerade von einem Geist attackiert. Aber das sollte kein Problem sein. Und in dem Fall hier im Erdgeschoss können wir, genau, hier durch die Tür im westlichen Teil. Und hier auch nochmal durch die Tür. Und hier durch die Tür. Und das Gift aufheben. Und das Gift benutzen wir mit dem Fischfutter. Jetzt haben wir vergiftetes Fischfutter. Und damit gehen wir in den östlichen Teil des Anwesens hier. Durch die Tür. Und hier durch die Tür. Und schon sind wir draußen. Und dann laufen wir einmal komplett außen rum. Man könnte auch zum Beispiel wieder nach Draenor, also sich zum Magneten von Draenor teleportieren. Das geht auch, aber ich laufe jetzt mal hier rum. Und wenn ich hier bin, dann durchsuche ich auch mal den Komposthaufen. Und erhalte einen Schlüssel. Den brauchen wir nämlich auch. Und dann geben wir das vergiftete Fischfutter in den Springbrunnen. Und jetzt können wir den Springbrunnen durchsuchen und finden das erste Teil, was wir brauchen. Und jetzt gehen wir zurück in die Villa oder in das Anwesen, je nachdem, wie man möchte. Und jetzt gehen wir hier westlich von dieser großen Treppe einmal hier außen rum und dann müssen wir hier in diesen Raum rein. Hier ist ein Skelett und das wird uns automatisch angreifen und dafür brauchten wir übrigens den Schlüssel. Oder, greift es doch nicht an? Jetzt greift es an, okay. Aber das macht nichts, es ist nämlich auch egal, denn wir sind schon fertig. Und jetzt wäre der letzte Gegenstand und dafür gibt es ein kleines Rätsel. Dann gehen wir hier in diesen westlichen Raum mit den Tresoren drin. Und dann hier gibt es so einen Kerzenhalter an der Wand, hier. Einmal draufdrücken, einmal durch und hier dann die Leiter runter. Und jetzt haben wir in diesem alten, etwas älter aussehenden Verlies, haben wir ein kleines Rätsel, das wir lösen müssen. Und das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Und zwar betätigen wir einmal diese beiden Hebel, Hebel A und Hebel B. Die müssen also beide nach oben. Und dann können wir hier durch diese Tür durch. Dann betätigen wir Hebel D. Und jetzt gehen wir wieder durch die Tür durch. Und jetzt A und B nach unten. Und jetzt gehen wir durch diese Tür hier durch, also die nordwestliche. Und diese Tür. Und jetzt hier die Hebel F und E nach oben. Und jetzt nochmal hier durch die Türen durch und Hebel C nach oben. Und wieder zurück zu den Hebeln E und F.
Und diesmal machen wir nur Hebel E. Und damit sind wir eigentlich auch schon fertig, denn wir haben jetzt hier diese westlichste Tür und können uns die Ölkanne nehmen. Und wir können einfach wieder raus und dann über die Leiter nach oben. Und wenn ihr jetzt hier in diesem Raum seid, man kommt hier wieder raus, indem man hier diesen Hebel betätigt an der Wand. Und wenn wir draußen sind, können wir dann wieder in den zweiten Stock nach oben. Professor Ordenstein rein. Und Ernst ist wieder ganz der Alte. Herzlichen Glückwunsch, das Abenteuer ist abgeschlossen worden. Wenn ihr noch mehr solche Geister haben wollt, dann abonniert meinen Kanal und vergesst auch nicht, auf die Glocke zu klicken, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.